Ich darf Sie auf das Allerherzlichste begrüßen zu einem Freitagsgespräch. Am 27. September, zwei Tage vor einer Nationalratswahl, und einiges, was wir heute besprechen, ist sehr aktuell, begrüßen Sie mit mir Wolfgang Müller-Funk. Anlass dieses Gespräches ist der dritte Band einer Werkausgabe, Manes Sperber, ausgewählte Werke, zur Analyse der Tyrannis, Texte und Essays. Diesen Band hat Wolfgang Müller-Funk herausgegeben. Und ich erlaube mir, Wolfgang, du hast ein umfassendes Nachwort geschrieben, den ersten Absatz aus diesem Nachwort zu lesen. Ein unbeirrbarer Beobachter des kurzen 20. Jahrhunderts zum essayistischen Werk von Manes Sperber, Wolfgang Müller-Funk. Wenn Texte, theoretische wie literarische, historisch werden, dann verdoppelt sich der Kontext. Entsteht in diesem Prozess doch mindestens ein zweiter Bezugsrahmen, der jenem ursprünglichen gegenübersteht, in dem der Text entstanden und rezipiert wurde. Diese verschiedenen Kontexte lassen sich in einen Dialog bringen. Aus dieser Inbezugsetzung kristallisiert sich eine Aktualität heraus, die niemals arretiert werden kann und immer neue Bedeutungen generiert. Eine solche Arbeit am Text ähnelt der Tätigkeit eines Übersetzens und Übertragens, einem fluiden Prozess, der unabschließbar ist. Schon dieser erste Absatz in einem fundamentalen Nachwort zur Essayistik von Manes Sperber beschreibt die Aktualität dieser Essayistik. Würdest du bitte einleitend zur Gesamtausgabe, die ja dreibändig ist, ein bisschen etwas sagen? Ja, gerne, und danke für die Einladung und die Möglichkeit, wieder einmal in der alten Schmiede zu sein. Es ist kein Geheimnis, dass ich schon des Öfteren in den letzten Jahrzehnten hier gewesen bin und möchte auch sagen, dass das ein ganz wichtiger Ort der Auseinandersetzung ist, und das wollen wir heute auch pflegen, diese Kultur der Auseinandersetzung und des Dialogs. Das, was du zitiert hast, ist natürlich eine Beobachtung eines Menschen, der von der Literaturwissenschaft herkommt, der sich mit der Übersetzung, der Interpretation von Texten beschäftigt. Und jede Art von Interpretation ist kontextgebunden, und jede Kontextgebundenheit bedeutet schlicht und ergreifend, dass man einen Text, der in dem Fall der Titeltext ist aus den Ende der 30er Jahre geschrieben und bedeutet eine Übersetzungsarbeit. Die automatische Frage, man kann es viel einfacher formulieren natürlich auch, ist, was ist an der Diagnose der Tyrannis, der autoritären Entwicklung der 1930er Jahre, was hat das gemeinsam mit den Entwicklungen, die wir in den letzten 10 oder 15 Jahren diskutiert haben? Und das, was ich für diesen Band mit Essays, die mir besonders am Herzen lagen, das muss ich schon sagen, denn als Gesamtherausgeber konnte ich mir aussuchen, welchen Band ich herausgeben will. Aber das gilt auch für die beiden anderen Bände, über die wir nicht so sehr sprechen möchten. Aber ich möchte doch ein paar Sätze sagen, zumal ich den Roman Wie eine Träne im Ozean, vor allem den ersten Teil, noch einmal gelesen habe, auch im Hinblick auf die Diskussion heute. Und es gibt kaum einen Roman. Dieser Roman ist in den 1940er Jahren begonnen worden, das Schreiben, und Ende der 1940er Jahre fertiggestellt worden im französischen Exil. Sperber ist dann auch in diesem Exilland geblieben in Frankreich. Es gibt kaum einen Roman, der so genau die weltanschaulichen Dialoge der Linken, der kommunistischen Linken, der sozialistischen Linken in Österreich, im damaligen Jugoslawien und in Deutschland beschrieben hat, wie der von Manes Sperber. Also diese Dialoge sind ganz vorzüglich, und sie sind überlagert und
von einer Sichtweise, die nicht nur marxistisch oder politikwissenschaftlich oder ökonomisch im Sinne von Marx sind, sondern sie sind Anwendungen einer großen Seitenlinie der Psychoanalyse, nämlich der Individualpsychologie von Alfred Adler. Ja, auch das spielt in diesem Roman ähnlich wie in der Tyrannis eine große Rolle. Das ist der eine Band. Der zweite Band, den Mirjana Stančić herausgebracht hat, der erste ist von Rudolf Isler, um das auch noch hinzuzufügen. Das ist eine Autobiografie, die 30 Jahre später nach dem autobiografischen Roman erschienen ist. Und man kann die beiden Texte natürlich auch sehr gut vergleichen. Und da ist die Erzählzeit schon die 1970er, die 1980er Jahre, inklusive auch der Auseinandersetzung von Manisch Sperber mit der damaligen Studentenbewegung, mit der er sich nicht besonders gut verstanden hat, aber vielleicht werden wir auch darauf kommen. Meine eigene Kontextualisierung, um das noch abschließend zu sagen, hat nicht erst 2022 mit dem Nachwort begonnen, sondern geht zurück auf die 1980er Jahre, auf meine damaligen Zweifel an bestimmten Theoriebildungen der Neuen Linken, der Übergang in die Postmoderne, das Grüne, der Zusammenbruch des realen Sozialismus. Der hat auch zusätzlich dem Werk von Sperber eine Aktualität verliehen, nämlich so, wie es auch hier in dem ersten Abschnitt gesagt wird. Manisch Sperber ist wie Robert Musil, wie Elias Canetti und viele andere auch ein hochkarätiger literarischer und intellektueller Augen- oder Ohrenzeuge dieses kurzen 20. Jahrhunderts, wie man das nach Eric Hobsbawm nennt, gewesen. Ja, das war mein erster sozusagen Fluchtpunkt, der erste Horizontpunkt. Während ich also diese Kraft, die in dieser Psychoanalyse, dieser Individualpsychologie von Adler steckt, und das Originelle von Sperber scheint mir darin zu liegen, dass er diese Analysemethode von Adler auf politische, gesellschaftliche und kulturelle Prozesse übertragen hat. Das ist neu zu entdecken und darüber werden wir wahrscheinlich auch reden, ich nehme an, nicht nur, weil es der Titel des Essaysbands ist, sondern weil das ein hochkarätiger Text ist, werden wir wahrscheinlich auch über die Analyse der Tyrannis sprechen. Schon 2013 gibt es beim Sonderzahl Verlag den Band von dir gemeinsam mit Anne-Marie Corbin und Jacques Leriter herausgegeben, ein Manisch Sperber Symposium war das, glaube ich, damals. Manisch Sperber, ein Intellektuell im europäischen Kontext, der Wille zur Hoffnung. Vor 10 Jahren und jetzt diese dreibändige Ausgabe. Manisch Sperber ist ein bisschen ganz aus der intellektuellen Öffentlichkeit weg gewesen. Das ist ein großes Verdienst, finde ich, des Sonderzahl Verlages, dass diese fundamentale dreibändige Ausgabe jetzt wieder da ist und damit Manisch Sperber wieder im Diskurs ist. Diese Ausgabe wurde in den Feuilletons gut besprochen. Ich glaube, man kann sagen, dass da zum richtigen Zeitpunkt eine richtige Präsenz wieder da ist. Und wir sitzen jetzt hier in der Alten Schmiede, nicht weit von uns. Am Stephansdom ist die Schlusskundgebung einer Partei. Euer Wille geschehe. Und die Wahl am nächsten Sonntag steht bevor und die Thematik in diesem Essayband hilft einiges an dem zu analysieren, was wir in den letzten Wochen und Monaten von verschiedener politischer Seite nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland gehört haben. Dieser dritte Band besteht aus 4 Teilen. Teil 1, politische und sozialpsychologische Analysen. Also zur Analyse der Tyrannis, dieser große Aufsatz, die erste Abrechnung mit dem Stalinismus und die Distanz von Manisch Sperber zu seinem kommunistischen Engagement und zu seiner Parteimitgliedschaft. Dann der schöne Aufsatz, das Unglück begabt zu sein, wo du mir im Vorgespräch gesagt hast, der ist eigentlich reingerutscht. Der ist aus Versehen reingerutscht und wir haben uns dann entschieden, weil er so gut ist. Es gäbe noch viele mehr andere gute Essays, aber der ist sozusagen reingerutscht. Ich habe gesagt, nein, der passt sehr gut und wir lassen ihn auch drin. Ich führe jetzt nicht alles auf, aber es gäbe auf so einer historische Personenreihe André Malraux, Charles de Gaulle, großer Aufsatz und dann der vielfältige Tod des Wladimir Iljitsch Lenin.
Dann gibt es jüdische Themen im Teil 2 und dann gibt es die Literatur. Da geht es um die Liebe des Casanova, Dostojewski und Nietzsche, um das verkürzt zu sagen. Und dann gibt es 4 große Essays zum Thema Österreich. Ich würde ganz gern zuerst einmal bei der Analyse der Tyrannis bleiben und darf bitte das Vorwort von Sperber, den ersten Absatz, lesen. Mhm. Die vorliegende Studie kann weder eine soziologische Untersuchung ersetzen, noch kann sie eine politische Orientierung bieten. Der nach Macht strebende, der von ihr berauschte und der von der Macht des anderen faszinierte Mensch ist der Gegenstand dieser Studie. Somit ist dieser Versuch ausschließlich der subjektiven Seite der Macht gewidmet und nicht ihrer objektiven, die als gesellschaftliches Verhältnis allein begreifbar Gegenstand der Soziologie ist. Die Psychologie kann das Wesen der Macht ebenso wenig ergründen wie etwa die Ursachen des Krieges oder die jeweiligen Veränderungen in der Ordnung der menschlichen Gesellschaft. Wo die Psychologie es dennoch versucht hat, hat sie sich einer Grenzüberschreitung schuldig gemacht, deren Sinnlosigkeit durch ihre Resultate deutlich geworden ist. Den Daseinsgrund einer Massenbewegung in verdrängter Homosexualität suchen, in der libidinösen Bindung der Soldaten an den Feldherrn die Begründung für den Bestand eines modernen Heeres finden, eine Weltwirtschaftskrise aus dem Mangel an Gemeinschaftsgefühl ableiten, das sind Resultate, denen der Unwert tragischer Scherze doch nicht der Wert wissenschaftlicher Erkenntnis eignet. Das ist jetzt ein Absatz aus einem Essay, aber er zeigt auch, im Literarischen ist das nochmal ein bisschen anders, die schreiberische Qualität. Und ich erlaube mir jetzt einmal die Bemerkung, da hat er seinen Lehrmeister Adler um einiges übertroffen. Ja, er kann schreiben, Adler konnte das nicht wirklich. Ja. Das wäre aber der andere, über den er indirekt spricht, den er nicht namentlich erwähnt, nämlich Sigmund Freud, der kann auch schreiben. Ja? Also Sigmund Freud ist der Reibebaum hier, vor allem in den 1930er Jahren gab es ja auch die Versuche, Wilhelm Reich, Bernstein, andere, die versucht haben, die Analyse, die Psychoanalyse mit dem Marxismus zu verbinden. Und als eine Ursache für den Aufstieg des Faschismus, des Nationalsozialismus, totalitärer und autoritärer Systeme, sozusagen die Repression der Sexualität als eine Ursache zu sehen. Ja. Nun leugnet Sperber nicht diese Repression der Sexualität und sieht sich als ein auch gesellschaftlicher Aufklärer, der auch in diesem Bereich hineinleuchten will, und das zeigt ja auch der von dir erwähnte Text über Casanova zum Beispiel. Also er sagt nicht, dass Sexualität etwas Unwichtiges ist, aber sie ist für die Erklärung des Themas, das er sich vorgenommen hat, die moderne Tyrannis, nicht hinreichend. Ja? Um es jetzt sozusagen ein bisschen diplomatischer zu formulieren, als das Sperber getan hat. Was ich merkwürdig finde, ist, dass natürlich jemand, der politisch und gesellschaftlich so engagiert ist wie Sperber, sozusagen sich auf die Position zurückzieht, ich bin ja nur ein Psychologe. Ja? Und der anschließende Text macht diese Beschränkung auch nicht. Also er hat sozusagen Angst, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich konzentriere mich auf eine psychologische Beobachtung. Und im Folgetext, im Folgenden wird er natürlich auch sagen, dass die Voraussetzung für den Aufstieg autoritärer und totalitärer Bewegungen natürlich immer ökonomische, soziale, gesellschaftliche Krisen sind. Das ist der Boden, an dem das entsteht, die Verunsicherung. Ohne das ist das nicht, das ist sozusagen für ihn evident, aber das erwähnt er nicht, sondern er möchte die Figur des Menschen, der nach Macht strebt, analysieren, und dann nimmt er im Wesentlichen das Besteck von Alfred Adler, seinem Lehrer, mit dem er sich natürlich auch überworfen hat. Das ist, aber biografisch ist es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Es gab dann auch wieder Versuche, sich mit ihm zu versöhnen, aber Adler ist dann zu früh im Exil gestorben. Und dem Adler war ganz kurz gesagt natürlich dieses kommunistische Engagement von
von Sperber sub suspekt. Und man könnte sagen, dass Sperber in dem Roman mit diesen beiden Figuren, Doino Faber, Dennis Faber und diesem adligen Universitätsprofessor Stetten, zumindest in einer verfremdeten Weise dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis und den Vatermord an Adler behandelt hat. Das Originelle an dieser Analyse, die nun folgt, ja, scheint mir zu sein, dass Sperber nicht schaut, wie funktioniert, zunächst nicht schaut, wie funktioniert der Diktator, ja, sondern wie funktionieren die Leute, die ihn zum Diktator machen. Ja. Also er beginnt mit einem anonymen Mann namens X, der auf der einen Seite im Betrieb buckelt, wo er nur kann, und wenn er die Möglichkeit hat, dann, dass sie umkehrt und er haut genauso drauf, wie auf ihn draufgehauen wird. Ja. Das ist auch eine wichtige Revision meiner Ansicht nach der klassischen Standardtheorie von Marx, weil Marx davon ausgegangen ist, dass derjenige, der marginalisiert ist, der ausgebeutet wird, der keine Anerkennung hat, der für nichts wert gehalten wird, dass der sich gegen die Ausbeutung zur Wehr setzen wird und dass das Proletariat von daher das klassische revolutionäre Subjekt ist, ein fast messianisches Subjekt ist, dass die Ausbeutung und diese hypertrophe Form von Macht überhaupt beseitigen wird. Ja, das war die Annahme und, was, und die Herausforderung dieser Situation der 1920er Jahre. Sie müssen sich denken, nach 1918 sind formal aus den zusammengebrochenen Imperien mehr oder weniger nationale und mehr oder weniger demokratische Staaten entstanden. Und 15 Jahre später gibt es fast mit Ausnahme der Tschechoslowakei und vielleicht Frankreich und England eigentlich nur noch totalitäre und autoritäre Staaten. Und warum in einer Krise, die ja eigentlich sozusagen der proletarischen Revolution den Weg bereiten sollte oder konnte, warum passiert genau das Gegenteil? Das ist die herausfordernde Frage, die auch im Roman wie eine Träne im Ozean eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja. Und auch in den Diskussionen der Revolutionäre, seien es jetzt in Anführungszeichen jugoslawische, Österreicher oder deutsche Revolutionäre. Also das scheint mir das Originelle an dieser Analyse zu sein, um es mal vorweg zu sagen. Und sie überschreitet von daher gesehen natürlich den psychologischen Diskurs, den er für sich vereinnahmt. Aber er möchte sozusagen bescheiden sein, seriös sein, wissenschaftlich sein, das ist vielleicht auch ängstlich, dass diese Schrift nicht von der akademischen Wissenschaft akzeptiert werden soll. Die Resonanz auf diesen Aufsatz war sehr gering, die Zeit war sehr ungünstig, 1937, 38, wie das erschienen ist. Und ich glaube, dass diese Schrift niemals gebührend gewürdigt worden ist unter den intelligenten Analysen des Nationalsozialismus, des Faschismus und des Stalinismus. Und wir können das nach 90 Jahren jetzt in einer, das wollte ich noch erwähnen, kommentierten Ausgabe lesen. Denn dieses Vergessen von Personen wie Sperber oder Canetti und anderen oder Hermann Broch, das hängt natürlich auch mit dem Generationswechsel zusammen, den wir ja alle erleben, den wir in der alten Schmiede erleben, den wir in den Medien erleben. Und ich denke, es geht bei der Ausgabe auch darum, mit einer jüngeren Generation in Dialog zu kommen. Deswegen auch die Wahl für einen Verlag, der jetzt in den Händen eines jungen intellektuellen Person liegt. Deshalb auch die Idee, sehr ausführliche Kommentare zu schreiben. Der Kommentarteil hat teilweise 30 bis 50 Seiten. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass Leser von heute, die 30 Jahre alt sind, wissen, was die Ecki ist oder was die Komintern ist oder wer Gilas ist und so weiter und so fort. Wir haben das alles nicht nur im Nachwort, sondern auch in Kommentarteilen erwähnt. Sogar wer Tito ist, wissen viele nicht. Wahrscheinlich wissen nicht einmal viele, wer Tito ist, ja. Ich möchte noch, also dieser große Aufsatz, Analyse der Tyrannis, ist in mehrere Abschnitte gegliedert und in dem Abschnitt Sein und Schein, damit Manes Sperber auch ein bisschen hier in der alten Schmiede zu Wort kommt immer wieder, möchte ich auch den ersten Absatz lesen. Sein und Schein. Nur eitle Tröpfe und Tyrannen könnten die kühne Feigheit aufbringen, die Bekanntschaft mit der Angst zu leugnen. In der Tat ist die Angst,
das allgemeinst verbreitete Gefühl. In der Furcht, die von der Angst scharf zu unterscheiden ist, widerspiegelt sich eine mehr oder minder richtig eingeschätzte Gefahr einer richtig wahrgenommenen Situation. In der Angst äußert sich ein Charakter in einer Situation, die keineswegs gefährlich sein muss, die aber jedenfalls mangelhaft, tendenziös verzerrt wahrgenommen ist. Die Furcht ist von der Wahrnehmung erzeugt, aber die Angst erzeugt die sie bestätigenden Wahrnehmungen. Die Furcht ist durch die Zahl der wahrscheinlichen Gefahren beschränkt, die Angst ist unbeschränkt, wie es praktisch die Zahl der möglichen Irrtümer ist. Es gibt im Englischen diesen Begriff Fear-Driven Society, angstgeleitete Gesellschaft. Und in diesem Sein- und Schein-Abschnitt geht er schon 1938 auf die angstgeleitete Gesellschaft ein. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also das Beispiel, deine Frage bestätigt das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Analyse sich nicht auf die Psychologie beschränkt. Und er geht auch von Beziehungen aus. Und er geht eben aus auch von Menschen, die Angst haben und auf Angst mit Aggression reagieren. Sozial adressierte Angst nennt er das in einem späteren Kapitel. Also das liegt im Wesen seiner Methode, dass natürlich die Gesellschaft ins Spiel kommt. Es gibt ja auch dieses Beispiel mit dem Wald. Da gibt es einen Wald, wo angeblich ganz was Schlimmes passieren soll. Und er unterscheidet drei verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Angst vor dem Dunkeln umzugehen. Das eine ist, man besorgt sich, man sagt, ich gehe nicht alleine in den Wald. Ja? Ich nehme ein paar andere Leute mit. Ja? Also sozusagen der Gedanke der sozialen Gruppe spielt mit. Ich nehme ein paar Instrumente mit, die angemessen sind, falls wirklich etwas passieren könnte. Also man bricht die Angst auf die Furcht herunter und sagt also begründet, da brauche ich ein paar Mittel und so weiter. Die zweite Person reagiert auf diese Angstsituation und es ist eine klassische Angstsituation mit dem Wald oder mit dem Keller. Ja. Also jeder von uns hat solche Angsterlebnisse auch individuell gehabt, nehme ich an. Der sagt, der wird krank. Ja. Der verhält sich so, dass er nicht reingehen kann und nicht reingehen muss. Also der verweigert das. Sagt, mir ist nicht gut, mir geht schlecht. Nein, das kann ich unmöglich machen. Und der dritte sagt, ich habe die totale Lösung. Ja. Wir müssen einfach den Wald abbrennen. Ja. Dann gibt es keinen Wald mehr und da braucht ihr keine Angst mehr zu haben. Ja. Und da sind wir schon sehr nahe der heutigen Situation, nicht nur in Österreich, man muss das ja nicht, wir haben ja nicht das Patent darauf, sondern es ist ja ein Wettstreit von Autokraten, und Autokratenkandidaten, die da sozusagen indirekt in einem Wettbewerb sind. Aber der Autokrat reagiert genauso auf diese Angst. Und er reagiert auf die Angst, auf die Marginalisierung, die mit der Angst natürlich verbündet ist, und sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann braucht ihr keine Angst mehr haben. Ja? Und er dreht sich um, er dreht das Ganze in dem Sinn um, dass er die Entmächtigung, die zum Teil ja real ist, vor allem wenn man auch die Situation der Arbeiterschaft, der Angestellten in vielen Ländern, armen Ländern Europas, und damals waren fast alle Länder Europas arm aus der Perspektive von kleinen Leuten, das ist ja auch ein großes Thema übrigens der Literatur in den 1920er Jahren. Da kommt jemand her und sagt, wenn ihr an mich glaubt und mit mir euch identifiziert, ja, dann geschieht euer Wille. Ja, und ich bin sozusagen nur euer Instrument. Ja, ihr habt die Macht und ich bin euer Instrument. Das sind genau die Identifikationsstrategien und man möchte meinen, dass der österreichische Kandidat vor den letzten Wochen Manisch Sperber gelesen hat, die Analyse der Tyrannis. Ja, es ist 1:1, es ist unheimlich. Ja. Und der Herr in Amerika funktioniert ganz genauso. Es ist fast zu banal, es überhaupt zu nennen. Ja. Aber es funktioniert so. Und das ist ein Versuch zu erklären, das Widersinnige, das Perverse zu erklären, warum wählen Menschen Leute, die ihnen eigentlich schaden. Ja? Die nicht nur unserem ganzen Land schaden, sondern allen schaden. Ja? Das ist doch ein interessanter Punkt. Ja? Das kann man nicht mit der klassischen
mit der klassisch-marxistischen Analyse erklären. Ja? Das erklärt, warum ein Teil von Leuten sich sozusagen anders politisch orientiert und Widerstand und Solidarität mobilisiert. Aber es gibt genügend andere, die da ganz anders drauf reagieren. Und plötzlich entsteht eine Konkurrenzsituation zwischen den sozusagen angestammten Repräsentanten, die zumindest, sind wir das richtig machen, ist eine andere Frage, sich darum bemühen, die reale Situation zu verbessern, und jene, die sich mit Leuten identifizieren, die überhaupt gar nichts mit denen im Sinn haben. Für die ist das nur Verhandlungsmasse, Instrument ist dieses Volk, das angeblich dann dessen Wille geschehen soll. Ja. Also das ist, glaube ich, der Kern. Ich hoffe, dass ich das Phänomen der Angst genügend beleuchtet habe. Aber man muss sehen, dass diese Angst und diese Marginalisierung, dass die zusammengehören und dass die Aggression dann auch die falsche Adresse trifft. Dieser Herr X, der hier exemplarisch wie eine Comicfigur fast behandelt wird, der leitet sozusagen seine negative Aggressionsstruktur natürlich an seiner Frau ab. Ja, das ist ein typischer Fall sozusagen von Aggression, die man umleitet auf die falsche Adresse. Ja. Das, was er erleidet in seinem Alltag, das leitet er dadurch ab, dass er zu Hause den Tyrannen spielt. Ja. Und nicht um die Solidarität des Menschen, der ihr am nächsten steht, sich kümmert, sondern der Wunsch, diese Aggression abzuleiten, ist sehr viel stärker. Oder auch die Angst, die er hat. Ja. Hannes Sperber stammt ja aus einem galizischen kleinen Ort, ist sehr jung nach Wien gekommen, ist da sozialisiert worden, dann nach Berlin gegangen, war von Alfred Adler sehr früh beeindruckt und beeinflusst und war dann, man könnte fast sagen, sein Meisterschüler. Mhm. Dann hat es aber Differenzen gegeben, es hat eine Spaltung gegeben in der Gesellschaft für Individualpsychologie. Da hat er den marxistischen Flügel angeführt. Mhm. Hat dann, und das ist an diesem Aufsatz der erste Punkt, sich distanziert vom Kommunismus, war aber weiterhin links, ist dann nach Paris, weil er 1933 war, glaube ich, 4 Wochen in Haft, ist ausgerechnet 1933 am Führers Geburtstag freigelassen worden, weil er österreichische Staatsbürgerschaft hatte und konnte nach Paris, musste dann, ich führe das jetzt nicht ganz an, in die Schweiz, ist wieder zurück nach Paris, war dann eigentlich immer in Frankreich. Mhm. Zeigt aber als Person in seinem Lebenslauf etwas auf, was jetzt auch sehr aktuell ist, weil wir aus der Ukraine und überall her, die sogenannten Migranten, er war auf seine Weise auch ein Migrant. Und diese Migrationsbiografien, wenn sie natürlich mit so einem großen Intellektuellen verbunden sind, dann sind sie nachhaltig und sind großmächtig und wirkmächtig. Aber die finden ja auch im Kleinen statt. Und dass gerade diese Persönlichkeit mit diesen Texten, beschreibt, was da eigentlich passiert in Lebensläufen, die zu Migrationen gezwungen sind, die in Brüche gezwungen werden und das sichtbar macht mit einem Lebenswerk, ist so aktuell, weil das ja sozusagen in kleineren Maßstäben dauernd stattfindet. Und diese, wenn wir jetzt erst gesagt haben, wegen diesen historischen Figuren, die er da in seinen Essays ja zusammenfasst, Lenin, ich würde jetzt gerne auf diesen Aufsatz Chilas oder die bestrafte Reue gehen, aber vielleicht kannst du, bevor ich da die Einleitung lese, ein bisschen sagen, wer war dieser Milovan Chilas, über den er da schreibt? Ja, vielleicht, warum konnte Manes Sperber so gut über Chilas schreiben erstmal? Ja, das wollte ich noch ergänzen. Ein wichtiger Exilort war übrigens auch Prag, war kurzfristig, aber längerfristig Zagreb. Und in Zagreb war er auch als Psychotherapeut tätig. Das hat damit zu tun, dass zur damaligen Zeit Zagreb eine zweisprachige Stadt war, jedenfalls was das Bürgertum betroffen hat, also Kroatisch und Deutsch. Und zweitens, dass er in zweiter Ehe mit einer Kroatin verheiratet war, die er in Paris in der Nationalbibliothek kennengelernt hat. Und er kannte also sozusagen die ganzen Adlerianer in Zagreb und er kannte aber auch sozusagen das halbe Politbüro der 1930er Jahre. Ja. Und
Er muss auch, glaube ich, ganz gut Kroatisch gesprochen haben. Also jedenfalls daraus ergibt sich dieses, es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein österreichischer Kommunist und so genaue Kenntnisse von den Innenleben einer kommunistischen Partei in einem Nachbarland hat, wie das Sperber hatte, schon in den 1930er Jahren. Ja. Tito kommt in dem von mir schon erwähnten Roman wirklich nur am Rande eigentlich vor, aber er spielt natürlich eine wichtige Rolle. Er war nämlich, wie man das, was natürlich eigentlich für eine marxistische Partei ein bisschen absurd ist, der Kronprinz von Tito. Ja. Also es dieser Milovan Čilas. Was? Milovan Čilas war der Kronprinz von Tito. Partisan, General. Also hier spielt die Partisanengeschichte natürlich eine ganz hervorragende Rolle. Und der Partisanenmythos hat ja auch als Narrativ diesen jugoslawischen Staat, der in der Zwischenkriegszeit vollkommen gescheitert ist, der mit Morden an politischen Führern, mit dem Mord an König Alexander, der eine Königsdiktatur ausgerufen hatte, endete, also ein fataler Failed State, nennt man das heute, gewesen war. Und dieser Partisanenmythos, dieser Partisanennarrativ hat das überwölbt. Und Čilas ist sozusagen im Gefolge dieses Partisanen-Auseinandersetzung, bei dem eine partielle Unterstützung auch der Westmächte, vor allem in Großbritannien, seine Rolle gespielt hat, politisch aufgestiegen. Er war ein großer Anhänger von Stalin ursprünglich. Das war durchaus am Anfang der 1950er bis zum Bruch mit Stalin durchaus geläufig. Also er war jedenfalls der willige Helfer der brutalsten Repression in diesem Regime. Und von einem Schlag auf den anderen bricht dieser Milovan Čilas mit diesem Regime. Er war schon aufgestellt für irgendeine wichtige Funktion und wird zum Kritiker dieses jugoslawischen Kommunismus, der in den 1950er Jahren meiner Einschätzung nach, und ich bin da nicht alleine, schon sehr rigoros gewesen ist. Der Bruch zwischen Tito und Stalin war ursprünglich nicht einer der unterschiedlichen Systeme von Herrschaft, sondern Tito wollte sich sozusagen der Doktrin und der Machtpolitik Stalins nicht unterwerfen. Das war auch im Fall von Mao übrigens der Fall. Ich habe eine Dokumentation auf Arte über Mao gesehen. Mao hat Stalin bewundert, aber wie er bemerkt hat, der Stalin will ihn sozusagen als Marionettenpuppe verwenden, hat er sich zur Wehr gesetzt. Und das war der Ausgangspunkt. Ja. Also der Čilas war ein ganz, wie man Österreich sagt, ein ganz Orga-Stalinist. Ja. Und plötzlich diese Wende fasziniert natürlich Sperber, der selber Jahre gebraucht hat, um mit dem Stalinismus zu brechen, der auch immer wieder schildert, wie schwierig das ist in einer Situation, die so angespannt ist, wo man hofft, wo man sagt, der Stalin ist der einzige relevante Widerpart zu Hitler und in dem Augenblick darf man den Stalinismus nicht kritisieren. Ja. Das ist für ihn natürlich eine total interessante Figur, diese Person, die also einen vollkommenen 180-Grad-Wandel macht. Und das ist natürlich auch individualpsychologisch, also für den Individualpsychologen Manes Sperber so interessant. Also wenn man bricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Todfeind und zum Feind dessen, was man über Jahrzehnte hin befürwortet und legitimiert hat, das ist eine sehr, sehr naheliegende Konsequenz. Das kann man auch bei dem Freund von Manes Sperber, bei Arthur Köstler zum Beispiel, beobachten. Ja. Dieser Essay-Aufsatz über den Čilas, da zitiert er ja einen Text von Čilas über Stalin, den jungen ja. Čilas. Ich gebe den einmal wieder, ganz kurz. Gibt es eine größere Ehre und eine tiefere Freude, als zu wissen, dass Stalin dein nächster Genosse ist, dass er der geliebteste Genosse ist? Stalin hat in seiner Verfassung das glorreiche Gedicht der Freiheit und der Brüderlichkeit zwischen den Menschen und Völkern verwirklicht. Stalin ist der einzige Staatsmann, der ein ruhiges Gewissen und ein altruistisches Herz hat. Stalin ist der vollkommenste aller Menschen. Er weiß alles, er sieht alles,
Alles, was menschlich ist, geht ihm nahe. Es gibt für Stalin kein Rätsel, das er nicht auflösen und kein Geheimnis, das er nicht enthüllen könnte. Punkt, Punkt, Punkt. Es geht ursprünglich lange. Dann gibt es diesen großen Bruch. Dieser Gillian ist Dissident, ist dann in Haft, geht ins Exil etc. Und ich möchte aber jetzt auch wieder die Einleitung lesen, nochmal, wie literarisch dieser Essay beginnt von Sperber über den Gillas. In jener Stille, die Unerhörtes ankündigt, lauschen wir gern den Seufzern eines Reumütigen, der in seiner Buße verzweifelnd die Raserei seiner Sünden wiederfinden möchte. Es missfällt uns nicht, dass er seine Vergangenheit bloßlegt und, um ihr zu entrinnen, sich so tief verwundert, als wäre er der gehässigste Feind seiner selbst. Aber das Zwiegespräch des einsamen Büßers mit sich selbst sollte nicht so lange dauern. Auch für den Zerknirschten gilt das Gesetz des guten Geschmacks. Und dieses gebietet, dass der in die Irre gegangene Held sich nicht anklage, ehe der letzte Akt begonnen hat. Die allerletzte Szene gehört dann den Überlebenden, die sich um das Grab des reuigen Sünders scharen und ihm vergeben. Der Büßer muss, genau wie der Held, nach seinem Triumph recht schnell verschwinden, wenn er nicht selbst den gütigsten seiner Zeitgenossen lästig werden soll. Das gilt besonders für einen Mann, der sich von der Macht zurückgezogen hat und daraufhin die Macht und die anderen Machthaber anklagt, die sich damit abgefunden haben, auch weiterhin zu herrschen und ihre Vorrechte zu genießen. Mag der Kronprinz, also der Kronprinz Titus, nach seinem Verzicht auf die Thronfolge sich zum Bettler oder zum Propheten eines neuen Glaubens machen? Er soll sich davor hüten, den König oder dessen Höflinge zu richten. Das ist ein unglaublicher Text. Der ist allerdings unglaublich. Und ich denke, was Sperbers Analyse auch die in diesem Punkt leistet, ist deutlich zu machen, dass eine Bewegung, die aus der Aufklärung entstanden ist, ja, der Kommunismus, sozusagen umschlägt in einer Art von negativen Dialektik, plötzlich zum Buße, es sind lauter religiöse Vokabeln. Ja. Und auch vorhin das Stalin-Zitat, ja. Der Stalin wird wie ein Heiland dargestellt. Ja. Ich glaube, dass das ein Unterschied zu heute ist. Ich glaube, dass die Ideologien, die hier kritisch beleuchtet und analysiert werden, tatsächlich einen religionsähnlichen Charakter haben, auch in ihrer Identifikationsstärke. Deswegen ist es ja auch so schrecklich, zu sehen, dass man das falsche Ticket gewählt hat. Es ist nicht einfach so sagen, ich wähle jetzt in 4 Jahren eine andere Partei, sondern die ganze Existenz hängt daran. Die Existenz von Sperber, der über Gillas schreibt und der diese Erfahrung kennt. Ja. Also dieses tief religiöse, ja, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Ja. Also ein Zitat, das also auch aus diesem Diskurs kommt. Ja. Das ist ein religiöser Satz. Oder in dem Roman wird gesagt, ja, die Partei hat immer recht. Ja. Und 2 Jahre später wird der verfemte Revolutionär in diesem Roman, der sozusagen diese falsche Strategie, die verhindert hat, dass die Sozialdemokraten und die Kommunisten gemeinsam gegen den Nationalsozialismus kämpfen, revidiert. Aber er wird nicht rehabilitiert, weil er damals der Partei, die immer recht hat, widersprochen hat. Ja, also der Widerspruch gegen diese Form von Wahrheit lässt eigentlich keine Revision, sondern nur ein Vergessen zu. Die Partei hat das immer schon gedacht, das hat er nur missverstanden. Nicht? Also das sind diese religiöse Struktur, der quasi religiöse Struktur, freizulegen, das scheint mir ein ganz, ganz großes Verdienst zu sein. Ja? Man kann sich natürlich immer noch darüber streiten, und da gab es ja auch Diskussionen zwischen Marxismus und Christentum, aber ich finde, das ist ein anderer Diskurs. Wenn sich Marxisten und Christen in den 60er, 70er Jahren zusammengesetzt haben und gesagt haben,
was haben wir gemeinsam in unserem Unbehagen an der Welt, so wie sie im Augenblick ist. Ja, das würde ich streng davon unterscheiden. Hier geht es tatsächlich darum, dass so eine Partei wie eine Art von Kirche aufgebaut ist und da kommt irgendeine unsichtbare Hand und sagt, also, du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Ja. Diese Art von Kritik hält man nicht aus. Ja. Dass das auf religiösen und autoritären Bezügen beruht und dass dieses Charisma, um auch auf den Diktator zu kommen, natürlich durch diese quasi religiösen Strukturen verstärkt wird. Ja. Es ist sozusagen, der sagt, das ist sozusagen das Schicksal. Ja. Das Werkzeug wird immer bleiben, um jetzt nochmal auf den aktuellen Wahlkampf zu kommen. Ja. Das Werkzeug wird du nicht mehr los, wenn du es dir einmal in die Hand genommen hast. Das ist die Behauptung. Ja. Ja, der Teufel, das wissen wir, ist ein gefallener Erzengel. Ne? Mhm. Und die Sache mit der Häresie, ne? Mit der Dissidenz. Mhm. Und die Rezeption des Mannes Sperber und der Heretiker in der Linken, nämlich in der 68er und Post-68er Linken. Es sind ja wesentliche Texte oder alle Texte von Mannes Sperber im Europa-Verlag erschienen in den 70er Jahren, 60er Jahren. Das war damals Verlag im Besitz der österreichischen Gewerkschaft, des ÖGBs schon. Ja. Aber es gab dort einen Verlagsleiter davor, der diese Sperber-Ausgaben initiiert hat. Und das war Wolfgang Kraus. Und Sperber nebenbei war selbst ja auch Verleger in Paris, sollte man auch sagen. Und Wolfgang Kraus galt ja für die Linke, ich nehme mich da gar nicht aus, als der Gott sei bei, oder ein Gott sei bei uns der Reaktion. Das war für uns jemand der Rechten. Und der Umgang mit Mannes Sperber war sehr distanziert in der Linken. Und speziell diese Geschichte mit Jugoslawien, Chilas und so weiter, weil zur selben Zeit, wo Sperber bekommen ist, waren die großen internationalen Konferenzen in Jugoslawien auf Korčula und in Dubrovnik, wo Marcuse und anderen waren. Also da ist ja sehr viel Habermas, aufgebrochen. Lukács, genau. Ella, alle. Ja. Alle waren in Korčula. Aber der Sperber war dort nicht. Nein. So. Ich würde ganz gerne jetzt auf diese Rezeption hinkommen, weil vielleicht hat dieses zwischendurch Verschwinden von Sperber auch mit diesen Rezeptionen und natürlich, wenn wir über diese Sachen heute reden, schon fast 40 Jahre, 50 Jahre später, man muss die wieder in Erinnerung rufen, was da war. Ne? Damals war der Eurokommunismus, damals ist Franco gefallen, da sind die Kolonialkriege, ja? Angola ist befreit worden, die Kuba-Sache und das alles. Und da war dieser Sperber mit diesen großen Büchern im Europa-Verlag und wir Linken haben gesagt, naja, irgendwie ist das ein Renegat, das ist ein Dissident, das ist irgendwie ganz interessant. Ich bekenne auch selbst für mich, dass ich mit dieser Ausgabe, und ich habe ja hier aufgelegt, alle meine Sperber-Ausgaben aus dem Europa-Verlag, ich habe jetzt wieder neu gelesen. Ja. Und dieser Impetus, dass man das an eine jüngere Generation weitergibt, der ist gar nicht, also den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, aber nur einmal, diese Rezeptionsblockade, die da passiert ist, können wir uns da nochmal ein bisschen unterhalten? Ja, das halte ich auch für einen wichtigen Punkt. Man muss diese Entwicklung ja auch unterscheiden. Die Geschichte, dass die italienische kommunistische Partei eine eurodemokratische, das heißt eine proeuropäische Partei wird, die zwar sozialistisch ist, sich auf ihre Traditionen stolz ist und so weiter, aber die dann am Ende auch sagt, der revolutionäre Impetus der Oktoberrevolution ist erloschen, ja, Berlinguer in den 80er Jahren. Das war von langer Zeit vorbereitet. Aber diese traditionellen kommunistischen Parteien, die stark geblieben waren in Westeuropa, die waren nicht im Fokus der sogenannten Neuen Linken. Das waren ja kleine Gruppen, die waren maoistisch, trotzkistisch, spontaneistisch, sagte man damals. Auf jeden Fall war dieser Sperber, der hat nirgendwo hingehört. Mit dem konnte man nicht argumentieren, wenn man ein revolutionärer Neuer Linker anno 68 sein wollte. Ja. Es hat dann später Leute gegeben, wie den Cohn-Bendit und Joschka Fischer, die ja beide aus dieser Neuen Linken kamen, die dann in ein Gespräch noch, wie er gelebt hat, eingetreten sind und die das später anders empfunden hat. Auch K.D. Wolf zum Beispiel, der einen sehr linken Verlag hatte. Also es gab diese Gespräche vereinzelt. Verlag Roter Stern. Verlag Roter Stern, genau. Und
Sperber hat auf der einen Seite immer sich als einen demokratischen Linken verstanden. Es gibt auch diesen Aufsatz, den haben wir noch gar nicht erwähnt, Positionen über die Linke von 1953, wo er sich versucht, eine Position zu finden in Abgrenzung zum Kommunismus und auf der anderen Seite auch in Abgrenzung von den Konservativen. Auch in dem Aufsatz über de Gaulle, das finde ich auch, das muss ich erzählen, ja, weil es so spannend ist, der ist sehr fair und sehr differenziert, aber es ist ganz klar, dass er nicht diesen Schritt tut wie sein Freund Malraux, der als sozusagen als Linksgaullist für 10 Jahre Kulturminister de Gaulles wird und der beste Freund von Sperber ist. Also Sperber war auch da, wie soll ich sagen, relativ unbekümmert, auch Bündnisse mit konservativen Kräften zu suchen, wenn er sie für demokratisch eingeschätzt hat. Ja. Und der Wolfgang Kraus hat ihm halt auch die Rutschen gelegt hier. Ja. Der hat ihn ständig eingeladen und er war keine Identifikationsfigur der Linken. Für mich nicht, für Walter Famler nicht und für viele andere. Ich sage das auch ganz ehrlich und offen. Ja. Ich habe meine Positionen natürlich auch in 4 Jahrzehnten hat sich das weiterentwickelt. Aber du hast vollkommen recht, der Franz Schuh hat eine Präsentation von mir gehört, ich glaube im ORF, und sagte dann, ja, und der Sperber, der war doch so nah zum Wolfgang Kraus und das hat uns so furchtbar enttäuscht und geärgert und so weiter. Natürlich hat die konservative Seite das politisch sozusagen auch zu instrumentalisieren versucht. Und ich habe nicht so den Eindruck gehabt, dass Sperber sich wahnsinnig dagegen gewehrt hätte. Und Sperber hatte natürlich auch keinerlei Hemmungen für Radioanstalten, die wir damals vollkommen abgelehnt haben. Radio Liberty, Radio Free Europe, fast täglich Kolumnen zu schreiben. Das haben wir also als Antikommunismus dekouvriert. Also von daher ist die Position, diese differenzierte Position, und vor allem in Frankreich differenziert, zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Intellektuellen, ja, von Sartre bis zu Foucault, das Ticket der kommunistischen Partei gewählt haben, mehr oder weniger, ja, zumindest als Sympathisanten, war es mutig, sozusagen die Position einer demokratischen Linken einzunehmen. Denn zur damaligen Zeit war die sozialistische oder sozialdemokratische Partei weder besonders attraktiv, politisch, ideologisch, programmatisch, noch war sie die stärkste Partei der Linken. Die stärkste Partei der Linken war für lange Zeit bis in die 70er Jahre hinein, also bis Mitterrand, würde ich sagen, sie dann diese Macht der kommunistischen Partei in Frankreich gebrochen wurde. Und das ist bis zum heutigen Tag, ist die kommunistische Partei innerhalb dieser linken Volksfront jetzt auch, die Wahlen mit relativer Mehrheit gewonnen hat, eine Minderheitenpartei geworden, ja, so wie die Grünen oder andere Parteien. Aber damals, wie Sperber sozusagen sich versucht hat, als Linker zu positionieren, war das nicht so. Und Sperber hat den Kolonialismus heftig kritisiert. Und den De Gaulle-Aufsatz schreibt er, das finde ich sehr interessant, Sperber ist natürlich ein glühender europäischer Linker gewesen, so hat er sich verstanden, schreibt er, dass diese europäische Idee in Frankreich erst dann zum Zug gekommen ist, als das andere Projekt, nämlich aus Frankreich und Algerien, die Vereinigten Staaten von Frankreich, so ein Ersatzreich zu schaffen und aus der Kolonie Algerien einen integralen Bestandteil, als dieses Projekt, das nicht nur von den Rechten, sondern partiell auch von Linken unterstützt war, als das gescheitert ist. Dann nehmen wir uns sozusagen die Deutschen an die Brust, die Westdeutschen an die Brust und gründen diese Euratom-Geschichte und so weiter. Das habe ich so, die Innenpolitik von Frankreich nicht gekannt. Und es war einfach für mich sehr, sehr erhellend, dass wir diese Europäische Union, die ich für ein sehr, sehr wichtiges, positives Moment halte, auch als Korrektiv im Übrigen zu diesen ganzen Diktatoren-Aspiranten, dass die aus dem Scheitern eines höchst problematischen Projektes, nämlich aus Frankreich und Algerien, einen einzigen Staat, Großstaat zu machen, gescheitert ist. Ja, aber das wollte ich einfach als Fußnote noch hinzufügen. Mhm. Naja, man muss auch sagen, wenn man sich wieder vertieft in so eine Ausgabe, in solche Essays, kriegt man auf der einen Seite ein bisschen ein melancholisches Gefühl, nämlich auf zwei Richtungen. Erstens, auf welchem Niveau damals die Essayistik war,
und wie vielschichtig Autoren schreiben, wie Sperber. Auf der anderen Seite wird man ein bisschen auch bedenklich zur eigenen Vergangenheit, wenn man sich ein bisschen sagt, was haben wir alles eigentlich damals nicht gelesen. Mhm. Und wir haben es natürlich auch, aber dass wir jetzt nicht einbringen, diese Beschäftigung oder Nichtbeschäftigung mit Sperber, die hat natürlich auch zu tun gehabt, dass wir dann nächste Generation waren, die wieder mit anderen Tatsächlichkeiten konfrontiert waren, nämlich unter anderem auch mit einer anderen Lebensläufigkeit in einer Konsumgesellschaft und aus Unterschichten heraus. Das war ja auch da. Ja. Und es war auch diese sozialdemokratische Bildungsbewegung, die da sehr effektiv war. Aber nur mal auch, damals gab es doch eine sozialistische Partei mit so einem großen Verlag, in dem alles Mögliche bis Stanislaw Lem erschienen ist. Und das war eine publizistische Festung, ja, von der man heute nur träumen kann. Das in einem Verlag in der Dimension von Sonderzahl, das jetzt zur Wiederauflage kommt, ist, ich habe es eingangs schon gesagt, ist eigentlich ein Wunder. Mhm. Und dass solche Wunder publizistische passieren, auch mit solchen Herausgebern, das lässt ja noch hoffen. Erlauben Sie mir, jetzt einmal so sehr knapp, wir haben hier nur eine Stunde, den Wolfgang Müller-Funk noch einmal als Essayist und Autor aus dem Nachwort noch hier im Raum zu Wort kommen zu lassen. Er hat mir das übertragen, er wollte nicht selbst lesen. Noch ein Abschnitt aus diesem fundamentalen Nachwort, Wolfgang Müller-Funk über Mannes Sperber. Die Tyrannis lebt auf paradoxe Weise von einem Überlegenheits- wie von einem Unterlegenheitsgefühl, das sie auf die Unterworfenen zu projizieren trachtet. Das erklärt auch, warum Menschen, die marginalisiert und von sozialer und materieller Angst getrieben sind, sehr leicht zum Opfer jener werden, die ihre aggressiven Ängste instrumentalisieren, aber gar nicht daran denken, sie ihnen zu nehmen. Das ist ein Denkmodell, das im Kontrast zum Marx'schen Konzept nicht mehr bei dem erstaunten Befund stehen bleiben muss, dass unterdrückte Menschen Personen an die Macht bringen, die ihre Unterdrückung vertiefen und für ihre berechtigten sozialen Anliegen nur wenig übrig haben, es sei denn, diese stärken ihre eigene Macht. Das sind Motive, die sich in diversen rechten und linken Populismen während Trumps Präsidentschaft, in Ungarn Orbáns, in der Türkei Erdogans oder auch in linken autoritären Regimen in Venezuela, Nicaragua oder Bolivien nachweisen lassen. Gewalt als eine Fähigkeit, über alle anderen Menschen verfügen zu können, bestimmt der Sozialpsychologe Sperber als eine Form der Selbststeigerung. Damit wird sie auch für kleine revolutionäre Gruppen attraktiv, die unter Bedeutungslosigkeit leiden und auf das Recht einer Gewalt von unten pochen. Dabei konzentriert Sperber der Marx'schen These, wonach Gewalt eine Geburtshelferin der Geschichte sei, einen gewissen Realitätssinn, stellt sich aber selbst in die Nähe des Pazifismus, insofern als er Gewaltanwendung nur als Ausnahme gelten lassen möchte und sie im Gegensatz zu den radikalen Exponenten der Studentenbewegung von 1968 als Mittel gesellschaftlicher Veränderung dezidiert als Terrorismus ablehnt. Seine Kritik gilt dabei nicht ausschließlich radikalen linken Bewegungen in Europa, die im Gefolge des Antiimperialismus den Volkskrieg in die europäischen Metropolen tragen wollen. Ohne den Kolonialismus und die Verantwortung der europäischen Kolonialmächte in irgendeiner Weise beschönigen zu wollen, äußert Sperber sich kritisch zu den Helden der neuen Linken, die wie Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro oder Che Guevara
in der direkten Nachfolge Lenins Gewalt zum revolutionären Prinzip erheben wollen. Die Figuren und Fakten dieser späten Ära der Entkolonialisierung mögen heute Geschichte sein, aber die postkolonialen Folgen all dieser Ereignisse leben in vielen Staaten, die ehemals Kolonien waren, fast unbemerkt fort. Schwerbers Essay können uns heute helfen, das koloniale Erbe differenzierter zu betrachten, ohne die Kolonialherrschaft und ihre Folgen auf irgendeine Weise zu beschönigen oder zu relativieren. Wolfgang Müller-Funk über Mannes Sperber. Ausgewählte Werke, insgesamt 3 Bände, heute im Fokus zur Analyse der Tyrannis. Lieber Wolfgang Müller-Funk, danke, dass du dir diese editorische Aufgabe angetan hast mit den Kollegen. Du bist ja der eigentliche Spiritus Rector, wenn ich das so sagen darf, dieses Projektes. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf unserer Homepage www.alteschmiede.at ist ab Montag das Gespräch auch dauerhaft und wahrscheinlich fast ewig auf unserem YouTube-Kanal nachzusehen. Und ich empfehle nachdrücklich Mannes Sperber, diese 3-bändige Ausgabe. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das Sie in Jetzt Ihren... Jetzt nicht unter Druck, nicht? Nein, wird kein Druck ausgeübt. Aber der Verlag hat wirklich sehr viel in das investiert. Ja, also ich danke ganz herzlich. Wir könnten natürlich über die Frage der Bildung noch lange reden. Ich wollte nur eine Fußnote sagen. Sperber ist durch die Arbeit der Bildungsbewegung groß geworden. Er war Autodidakt, er hat kein Universitätsstudium gehabt. Er hat sozusagen Learning by Doing gemacht und war mit 15 Jahren seinen ersten Vortrag bei diesen strengen Herren von Alfred Adler und Kompanie. Ja. Also die Frage der Bildung und der Aufklärung, die wird uns verfolgen. Sie ist eine Herausforderung in einer Gesellschaft, wo man scheinbar alles, jeden Blödsinn sagen kann. Und dagegen ein Konzept von Bildung zu entwickeln, dafür könnte man eine Medaille gewinnen. Ein absolut schönes Schlusswort. Vielen Dank. Mm.